Es gibt da draußen so viele Bücher über Mindset, über Produktivität, über Motivation, über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe das Gefühl, die wenigsten nutzen es, was super schade ist, denn all das Wissen ist da draußen. Und leider habe ich auch das Gefühl, dass viele einfach nicht wissen, wo sie wirklich ansetzen sollen, welche Bücher wirklich gut sind, wo sie gute Bücher finden. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch einfach mal meine Top-Bücher vor, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, die mich weitergebracht haben, die ich empfehlen kann. Und ich hoffe, das interessiert euch und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Kurzer Disclaimer, nicht alle Bücher habe ich händisch hier. Manche habe ich auch als E-Book gelesen oder als Hörbuch gehört oder mir ausgeliehen und dann obviously wieder zurückgebracht. Deswegen blende ich euch manchmal auch einfach nur was ein. Ich habe aber auf jeden Fall alle gelesen und kann was dazu sagen. Ich fange an mit einem Buch, was mich wirklich sehr überrascht hat, denn es ist ein Buch, was aktuell stark im Hype ist. Ihr werdet das überall auf TikTok, Instagram und Co. finden. Jeder spricht darüber. Es soll angeblich so gut sein und ich war dem Ganzen echt skeptisch gegenüber, weil Bücher, die im Hype sind, sind meistens eher für die breite Masse geschrieben, enthalten nicht unbedingt immer neue Erkenntnisse und deswegen, ja, war ich einfach ein bisschen biased dem gegenüber, fand es dann aber tatsächlich in der Summe sehr gut und das ist das hier, das sind die 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Wie der Titel schon sagt, es handelt sich hierbei um Essays. Das bedeutet, das ist keine zusammenhängende Geschichte, sondern ihr findet da immer pro Kapitel, es sind dann eben 101 Kapitel, Dinge, die euch einfach mitgegeben werden. Das sind kurze kleine Sequenzen, die irgendwie Tipps enthalten, die einfach irgendwie motivieren sollen, die einem die Augen öffnen sollen. Das finde ich eigentlich vom Aufbau her ganz gut, weil man eben deswegen das Buch nicht unbedingt am Stück lesen muss und das einfach immer und immer wieder hochnehmen kann, wenn man irgendwie mal einen Motivationskick braucht, weil man sich das sehr, sehr gut markieren kann. Ihr seht, hier sind da einzelne kleine Stellen immer schon markiert und weil es auch wirklich tatsächlich einem irgendwo an manchen Stellen die Augen öffnet, weil es neue Denkanstöße liefert. Deswegen, ja, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht's mit diesem Buch hier, Make It Stick. Das ist meiner Meinung nach das Buch, was wirklich alle Schüler und alle Studenten mal gelesen haben sollten, denn hier geht es um erfolgreiches Lernen und vor allen Dingen nachhaltiges Lernen. Das wird hier sehr, sehr wissenschaftlich erklärt. Trotzdem ist es verständlich. Ich habe das vor einigen Monaten schon gelesen. Ich habe natürlich, weil ich mich in dieser Branche schon ein bisschen auskenne, weil ich natürlich selber sehr, sehr viel Fachliteratur dazu lese, jetzt nicht so viele neue Erkenntnisse daraus gezogen, aber weil das Ganze hier so alltagstauglich erklärt wird, weil es so anwendbar ist, finde ich das einfach sehr, sehr gutes Buch. Und ja, falls ihr euch irgendwie in der Schule, im Studium verbessern wollt und einfach wirklich mal darüber lernen wollt, warum und wie man lernen sollte, abgesehen davon natürlich meinen Kanal zu verfolgen, kann ich euch dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht's mit diesem Buch hier. An das hat ebenfalls nicht so hohe Erwartungen. Allerdings muss ich sagen, hatte ich diesmal keine Erwartungen daran, weil das Buch so unscheinbar wirkte. Ich meine, schaut euch einfach mal das Cover an. Es hat nichts zu sagen, aber man zieht einen Cover ja schon so an. Das war jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Das wurde mir vorgeschlagen. Ich dachte mir, ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Chance, weil es mir wirklich immer penetrant wieder angezeigt wurde. Und ich fand es echt sehr, sehr gut. Also der Autor hat am Anfang so ein bisschen von seiner eigenen Geschichte erzählt, von so einem Motivationsloch, in dem er sich beruflich, aber generell auch privat gefunden hat, wie er dann langsam rausgefunden hat. Dann teilt er eigene Tipps. Er redet sehr, sehr viel über das Verlassen der eigenen Komfortzone. Er redet sehr, sehr viel über eigene Denkweisen, warum einem die Meinung anderer Leute egal sein sollte und so weiter. Der versprüht sehr, sehr viel Lebensfreude. Ich mag seine Einstellung zum Leben und ja, fand das Buch sehr, sehr gut und möchte es euch gerne empfehlen. Laziness Does Not Exist habe ich im Urlaub gelesen und auch schon eine kleine Review auf Instagram da gelassen, also für so kleine Mini-Buch-Reviewen und alle Bücher, die ich aktuell lese, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch so ein bisschen darum, warum Faulheit, wie der Name schon sagt, eigentlich nicht existiert, warum es eigentlich immer andere Gründe dafür gibt, warum man anscheinend faul ist, beziehungsweise einfach weniger macht, dass es eigentlich eine natürliche Reaktion des Körpers auf andere Dinge ist, dass da oft tiefergehende Sachen hinterstecken und wie man einfach auch generell so ein bisschen mit Unproduktivität umgehen kann, wie man damit umgehen kann, einfach mal einen Gang runterzuschalten. Damit habe ich total häufig ein Problem, weil ich einfach immer jemand bin, der machen, machen, machen möchte und sich schlecht fühlt, wenn er sich mal ausruht. Und dabei hat mir dieses Buch total geholfen. Da sind auch ganz, ganz viele Erfahrungsberichte bei und ja, ich kann es nur empfehlen. Aktuell gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Aber ich finde es auch super, ja, empfehlenswert und möchte sowieso empfehlen, Bücher auf Englisch zu lesen, weil man da natürlich nochmal so einen zusätzlichen Lerngewinn hat. Kaffee am Rande der Welt, beziehungsweise Überraschung im Kaffee am Rande der Welt, das ist der vierte Teil dieser Reihe, habe ich auch gelesen. Dazu habe ich, glaube ich, auch schon eine Review irgendwie hinterlassen. Ich finde persönlich, dass es ein gutes Buch ist, gerade dann, wenn man noch nichts in diesem Segment gelesen hat, also wenn man neu in der Welt der Mindset-Bücher ist, dann sollte man auf jeden Fall sich diese Bücher mal zu Gemüte führen, weil die halt einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse liefern, wenn man halt da ganz neu ist. Wenn man schon einiges gelesen hat, dann würde ich vermutlich eher davon abraten, weil man halt hier nicht unbedingt was Neues dazu lernt. Deswegen ist das hier bei diesem Buch so eine eingeschränkte Empfehlung, je nachdem halt, was man schon kennt und wie erfahren man so
ja, in diesem Genre ist. Konsum ist ein Buch, was ich mir vor einigen Monaten ausgeliehen hatte und was ich am liebsten gar nicht zurückgebracht hätte, weil ich es einfach so impactful fand. Ich weiß nicht, es hat mir echt die Augen geöffnet in vielerlei Hinsicht. Vor allen Dingen darauf, einfach so ein bisschen mein eigenes Bewusstsein im Blick auf meinen eigenen Konsum, auf meine eigenen Käufe, auf mein eigenes Kaufverhalten zu schärfen. Das Buch deckt nämlich unfassbar gut auf, warum wir überhaupt Dinge kaufen, warum wir so viel kaufen, warum wir so viel anhäufen, was wir eigentlich gar nicht brauchen, was da für psychologische Maschinerien hinterstecken, wie vor allen Dingen auch die Herstellungsbedingungen von vielen Dingen sind. Also wie entstehen unsere Smartphones, unter welchen Arbeitsbedingungen entstehen die. Das sind alles so Sachen, bei denen man weiß, dass die Bedingungen nicht unbedingt optimal sind, aber bei denen man sich nie so wirklich damit auseinandersetzt, wie es eigentlich konkret abläuft und warum man das alles ignoriert und in den Hintergrund von seinem eigenen Kopf schiebt. Und dieses Buch trägt einem das so glasklar vor die Augen, dass man einfach nicht mehr weggucken kann und zwangsläufig meiner Meinung nach was an seinem Verhalten ändert, wenn man überhaupt was aus diesem Buch mitgenommen hat. Deswegen, ja, empfehle ich auf jeden Fall jedem, das auch einfach mal zu lesen. Deal, das ist ein Buch, was ich immer mal wieder hier liegen hatte, immer mal wieder angefangen habe, aber nicht so richtig zu Ende gelesen habe, was ich dann vor ein paar Monaten tatsächlich mal getan habe, mich auch gefragt habe, warum ich es eigentlich nicht zu Ende gelesen habe, weil es echt super hilfreich und interessant war. Wundert euch übrigens nicht über das abgeknickte Lesezeichen hier. Ich habe mein Buch ein bisschen ungünstig verstaut. Es enthält auf jeden Fall, wie ihr seht, auch einige Markierungen. In diesem Buch geht es nämlich tatsächlich darum, wie man richtig verhandelt. Und zwar nicht, wie ihr euch das vielleicht jetzt vorstellt, in so Berufssituationen oder auch in Situationen, in denen man vielleicht was kauft, sondern generell aufs Leben bezogen, wie man vielleicht mehr in Situationen das bekommt, was man selber möchte, wie man sich ja vielleicht auch mehr in Situationen behaupten kann. Das Buch ist auch sehr psychologisch geschrieben, es ist auch von einem Psychologen gemacht und es kann sein, dass ich das Buch nur deswegen so gut finde, weil ich ja Wirtschaftspsychologie gemacht habe und dieses Buch hier unfassbar gut reinpasst. Aber ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr vielen Leuten weiterhelfen kann, gerade so im Alltag. Weiter geht's direkt mit Psychologie und zwar mit diesem Buch hier. Why Has Nobody Told Me This Before? Das ist auch von einer Psychologin, die versucht hat, tatsächlich Methoden aus ihrem Leben in der Psychotherapie auf das alltägliche Leben zu übertragen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Methoden, die man in der Therapie anwendet, die man aber abwandeln kann und die jeder für sich nutzen kann. Es geht in dem Buch beispielsweise um Motivation, es geht darum, wie man ja mit emotionalem Schmerz umgehen kann, wie man mit Selbstzweifeln umgehen kann, wie man mit Stress umzugehen hat. Ich finde das Buch super und ich habe es auch auf Englisch gelesen. Vielleicht gibt es auch auf Deutsch, aber ich würde es tatsächlich auf Englisch lesen, weil es auf Englisch eine sehr, sehr schöne, angenehme und motivierende Wirkung auf einen hat. Die 1%-Methode, ein Buch, was nicht umsonst Spiegel-Bestseller ist, habe ich auch schon vor einigen Monaten gelesen, fand ich unfassbar gut. Also war mit eins der besten Bücher, was ich überhaupt so in den letzten Jahren gelesen habe. Also das ist für mich ein Buch, was jeder auf jeden Fall mal gelesen haben sollte. Es spricht sehr, sehr viel von Gewohnheiten, wie man Gewohnheiten aufbaut. Es ist aber nicht unbedingt ein reiner Fließtext, sondern ihr findet in jedem Kapitel immer wieder so kleine Grafiken oder Dinge, die euch das irgendwie verdeutlichen sollen. Zum Beispiel hier oder hier. Von dem Buch kann ich immer nur schwärmen. Tatsächlich sind auch sehr, sehr viele Inhalte aus Videos, wo es um Routinen, Gewohnheiten und sowas geht. Ja, ein bisschen von diesem Buch inspiriert. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich bitte euch, das einfach zu lesen. Ein Buch, was ich als Hörbuch gehört habe und zwar immer auf meinen Rückfahrten von der Uni, war 13 Things Mentally Strong People Don't Do. Da geht es einfach um Mindset Habits bzw. Dinge, die man halt einfach tun kann, um einfach, ja, seine mentale Gesundheit zu stärken. Ich fand es sehr, sehr emotional berührend, denn die Autorin hat auch sehr, sehr viel aus ihrem eigenen Leben erzählt, dass zum Beispiel ihre Mutter verstorben ist, dass ihr Freund dann kurz darauf verstorben ist, wie sie damit umgegangen ist und was ihr aus diesen Situationen herausgeholfen hat. Es werden ganz, ganz viele Fallbeispiele erzählt von Personen, die auch irgendwo Schicksalsschläge in ihrem Leben hatten, was ihnen dabei geholfen hat, wie man halt einfach leichter durchs Leben geht, wie man sich auch selber in vielen Situationen irgendwie helfen kann. Und ja, ist in meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Psychologiebuch, was wirklich auch die breite Masse lesen sollte. Kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Ein Buch, was ich auch ausgeliehen hatte, war 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Der Titel ist da irgendwie auch schon Programm. Es hat mich irgendwie ganz magisch angezogen, das Buch. Und ich muss sagen, das war ein Buch, was mich sehr tief berührt hat, was für mich nicht so leicht war zum Lesen, weil man sich natürlich nicht so gerne mit dem Tod auseinandersetzt. Aber eigentlich in der Summe ist es ein positives Buch, was einen irgendwo dazu aufruft, sein Leben mehr zu leben, jeden Tag irgendwo auch mehr zu schätzen, den Leuten, die einem irgendwie lieb sind, vielleicht auch einfach mal mehr Freude zu bereiten, als man es vielleicht so im Alltag tut, Dinge schneller anzugehen, als man es irgendwie tut, Dinge weniger aufzuschieben. Meiner Meinung nach auch ein Buch, womit man sich einfach mal mit auseinandersetzen sollte, was einem sehr, sehr weiterhilft in seinem eigenen Denken und Mindset, und deswegen ist es auch in diesem Video mit dabei.
Das war's auch schon mit diesem Video. Schreibt gerne eure Meinung zu den erwähnten Büchern oder einfach generell eure Bücherempfehlungen in die Kommentare. Abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!